Oh nein, ich muss mich mit Penny in der Bibliothek treffen. Penny, die ist doch immer noch krank. Ja. Letztes Mal hatte ich nicht den Mut, laut zu reden und zur Ruhe gerufen zu werden, aber heute ist es soweit. Wenn die Schüler nur so eifrig nach Wissen suchen würden, wie sie nach Süßigkeiten suchen, suchen den Stapel nach Büchern über Zierze. Genau, bitte such was, weil Penny ist krank. Penny sollte im Bett liegen. Also, André, wir schauen, was wir hier über Zierze rausfinden können, ja? Da Mr. Flum mit der Stinkbombe im Honigtopf beschäftigt ist, liegt es an uns, mehr herauszufinden. Lass uns mal den Pins fragen, wo die Bücher über Zierze sind. Wenn André zu blöd ist, sie zu finden, fragen wir die Bibliothekarin. Verzeihung, Madame Pins, können Sie uns zeigen, wo wir die Bücher über Zierze finden können? Das könnte ich, Mr. Bailey, aber ich glaube nicht, dass Ihnen das weiterhelfen würde. Wieso nicht? Sämtliche Bücher über Zierze wurden ausgeliehen von Merulas Neid. Psst! Merula. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen einige faszinierende Bücher über andere berühmte Hexen empfehlen. Dankeschön, Madame Pins, aber wir brauchen wirklich Informationen speziell über Zierze. Eines Tages werden Sie feststellen, dass Wissen wichtiger ist als Süßigkeiten. Oh nein, dann muss ich halt hier bei André den Büchern suchen. Sie wollte bestimmt Barnabys Fehler ausbügeln. Merula nimmt diese Sache zwar ernst, aber sie stellt sich clever an. Sie hat noch keine Linie überschritten, die ich als schmutziges Spiel bewerten würde. Aber für einen so verlockenden Preis wie ein endloses Süßigkeitenfestmahl würde ich es ihr zutrauen. Wir müssen wachsam sein. Wir sollten unsere Optionen überdenken und unsere nächste Aktion planen. André, ich brauche dich. Penny ist. Ach, Mann. André, bitte, hab eine gute Idee. André? André? André! Hier in der Bibliothek werden wir nichts Neues erfahren. Ja gut, dann können wir bitte rausgehen. Jetzt, sofort. Zierze war eine Hexe. Vielleicht finden wir irgendjemanden, der sich mit Magie auskennt. Jemand, der sich mit Magie auskennt in der Zaubererschule, das wird schon schwer. Hat etwa gerade jemand lauter geredet als mit einem Flüstern? Nö, ich war das nicht, aber vielleicht die junge Dame hier vorne? Ist das laut genug, um zur Ruhe gerufen zu werden? Ich war mal Madame Pins. Hat da gerade jemand lauter geredet als mit einem Flüstern? Ist das laut genug, um zur Ruhe gerufen zu werden? Ich fühle mich irgendwie, als wäre da ja ein Déjà-vu. Wir müssen jemanden finden, der sich mit Zierze auskennt. Irgendjemand in Hogwarts weiß bestimmt mehr über Zierze. Wollen mir Rola, der hat ziemlich viele Bücher ausgeliehen, habe ich mir sagen lassen. Ja, okay, ich glaube, ich kann jetzt schon in Speed irgendwie. Wir sollen uns schnell entscheiden, sonst finden Merula die Karte vor uns. Irgendwie. Ich weiß, dass jetzt nichts mit Mode und nichts mit Quidditch zu tun hat. Na, immerhin hat André sinnvolle Sachen. Nee, doch nicht. Okay, ich gehe in Speed. Also, wir brauchen jemanden, der sich mit Geschichte zaubert. Oh nein. Bins. Was findest du daran lustig, Penny? Also, wir müssen es bei Bins schaffen, wach zu bleiben. Aber ich will ja nicht schon wieder. Oh nein! Keine Bins-Aufgabe! Ihr kennt doch seinen Ruf. Okay, wir müssen zu Bins. Aber er ist sogar wach, aber ich nicht. Guckt euch meine Energiepunkte an. Ich bin nicht wach. Ich brauche einen Cut. Oh, ja. Es glitzert hier so schön. Na, immerhin glitzert es. Dann können wir uns ja nicht beschweren. Aber ich bin so müde, wenn ich auch nur an Professor Bins denke.
Es ist auch kein anderer freiwillig hier, außer Penny, die eigentlich im Bett liegen sollte, und André. Nee, warte mal. Nee, ich dachte gerade, da sitzt. Doch, da schläft jemand. Ist das Jay? Könnte Jay sein. Ben schläft auch, ja. Aufwachen! Gucken Sie mal, Penny ist krank. Die lacht ununterbrochen. Hier im Klassenzimmer für Geschichte zu zerbrechen, können wir bestimmt mehr über Zierze erfahren. Vielleicht sogar mehr, als wir aus einem Buch erfahren hätten. Wir können den Schokofrosch immer noch von Mirola finden. Daher sollten wir jetzt mit Professor Binz reden, während André aus dem Fenster blickt. Aber Binz schläft, wer hätte das gedacht? Das kommt jetzt unerwartet. Oder auch nicht. Wir müssen ihn aufwecken, sonst verlieren wir wertvolle Zeit. Aber wie sollten wir ihn aufwecken? Oh, seit wann ist Cody denn so sadistisch? Nein. Und hier, komm, nee, das muss auch nicht sein. Einfach mal, wir versuchen es mal ganz menschlich. Auch wenn er ein Geist ist. Also ich könnte ja den Namen des Professors laut rufen. Ich muss ihn natürlich laut genug rufen, um den Toten aufzuwecken. Wird schon schief gehen. Professor Binz! Hat das geklappt? Ja, ich glaube schon. Und damit endet der Vortrag zur epischen Geschichte von Richtig. Oh, das ist eine kleinere Klasse als in meiner Erinnerung. Hallo, Professor Binz. Ich bin's, Coach Cody Bailey. Sie erinnern sich vielleicht an mich. Oh, ich hoffe, Sie haben sich auf Ihre Prüfung vorbereitet. Wir sind nicht wegen einer Prüfung hier, Professor. Wir haben eine Frage, mit der Sie uns vielleicht helfen können. Beeilen Sie sich. Ich habe mich den ganzen. Gut gesagt. Okay, ich muss nochmal rufen. Professor! Tag. Zeit, dann stellen Sie mir Ihre Frage. Was wissen Sie über die Hexe Circe? Ach, Circe. Circe, ich habe gerade erst eine Vorlesung über Circe gehalten. Also in diesem Jahrzehnt. Meine Notizen sind irgendwo auf diesem Schreibtisch. Leider sind sie nicht besonders gut geordnet. Ich werde es Sie mir ansehen. Ich komme Sie bald wieder zu mir. Noch im nächsten Jahrzehnt. Noch im nächsten Jahrzehnt. Also das nächste Jahrzehnt beginnt erst in 8 Jahren. Und noch im nächsten Jahrzehnt bedeutet ja kurz vor Ende, also in 18 Jahren. Oh. Allerdings brauche ich die Antwort sofort. Am besten noch in der Folge hier, ja? Wir können Ihnen helfen, die Notizen durchzublättern. Ja, dauert wahrscheinlich 8 Stunden, was ne. Nein. Ich dachte, Binz-Aufgaben dauern 8 Stunden. So, also, hier sind Notizen über Ulrich, den komischen Kauz, aber das bringt uns nicht weiter. Was hast du, André? Hier steht etwas über eine Hexe aus dem Archäenland, die sich auf Verwandlung spezialisiert hat. Und Benz ist eingeschlafen. Das suchen wir doch mal. Ich frage mich, ob es möglich ist, einem Geist eine Styleberatung zu verpassen. Circe hatte nichts mit dem Kobold-Aufstand von 1612 zu tun. Das ist schon mal gut. Hier steht etwas von einer Hexe, die Seeleute in Schweine verwandelt hat. Nee, oder? Doch, doch, das könnte sie sein. Diese Notizen sind ja total durcheinander. Diese Notiz ist schwer zu lesen, aber hier steht etwas über eine Hexe aus dem Altgriechenland. Also das ist Circe, würde ich einfach mal sagen. Hier steht eine Notiz über die Geschichte vom Besen, damit fangen wir heute nichts an. Hier, dass Sie mir geholfen haben, meine Notizen zu durchsuchen. Dafür hätte ich alleine Jahre gebraucht. Professor Binz, ich habe einige Hinweise über eine Hexe aus dem alten Griechenland gefunden, aber den Rest kann ich nicht lesen. Das, Mr. Bell, sind meine Notizen über die Hexe, nach der Sie suchen. Circe. Also, hier sind die wichtigsten Informationen, die ich Ihnen über Circe verraten kann. Zunächst war sie. Ja.
Eine berühmte Hexe. Ja, im Altgriechenland. Sogar so berühmt, dass sie eine eigene Schokofrischkeite hat. Sie war sehr bewandert in einer bestimmten Art von Magie, von der ich Ihnen bald mehr erzählen werde. Sie hatte sogar einen unbegrenzten Vorrat des Objekts zur Verfügung. Haltet durch, vielleicht lernen wir etwas Wichtiges. Irgendwann. Laut der Legende hat sie es geliebt, verehrte Seeleute aufzuspielen und sie in Schweine zu verwandeln. Es ist eine unglaubliche Fähigkeit, Menschen in Tiere zu verwandeln zu können. Und es kann furchtbar schiefgehen, so wie damals, als ich Mirule in einen Donnervogel verwandeln wollte und stattdessen zu einem Flubberwurm wurde. Ja, du denkst an Mirule als Flubberwurm? Okay, da darf man lachen. Ich finde, das ist ein interessantes Aspekt, was sie jetzt ist. Aber ich frage mich, was sie mit den Schwein getan hat. Vielleicht hat sie... Sieht aus, als hätten wir alles erfahren, was uns Professor Binz zu erzählen hatte. Sieht aus, als würde uns der Hinweis zur Zierze zum Unterricht in Verwandlung führen. André ist eingeschlafen. Das kommt nicht überraschend. Wir sollten ihn wecken. André, aufwachen! Ja, schön. Dann, wie geht's denn weiter? Ach, in 5 Stunden. Na toll. In 5 Stunden. Dann war nach Mitternacht. Oh, immer dieses Gewarte. Naja, aber... Dann hole ich mir wenigstens noch eine Schokofrischkarte. Und zwar ist es... Wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Ein Schlangenmensch? Ja, Slytherin ist es nicht. Herr Potter Üble? Nee. Tatsächlich! Herr Potter Üble! Ein altgriechischer schwarzer Magier, berüchtigt als Pionier der dunklen Künste. Ah! Oh, ich wusste gar nicht, dass es den jetzt auch gibt. Da ist er ja! Cool! Ich bekomme Bücher. Dankeschön. Ja, nehme ich gerne. Ja, okay, dankeschön. Okay, dann muss ich mal kurz 5 Stunden warten. Ups. Ja, das passiert, wenn man zu früh aufnimmt. Normalerweise farme ich ja morgens immer erstmal vom Tagesplaner die Bücher und nehme nicht auf, wenn man so in so einem zeitlich nehme, wenn das wie aktuell, dann nehme ich ja doch auf. Und direkt nach dem Aufstehen, das war jetzt heute an einem Samstagmorgen um 7:30. Und ich war wohl noch so müde, dass ich das falsche Fenster offen hatte, als ich auf Aufnahme gedrückt habe, weshalb bei der folgenden Szene jetzt leider Twitter zu sehen ist statt der Handlung. Aber der Ton ist aufgenommen. Also, der Ton ist aufgenommen. Die folgende Szene ist also jetzt nur als Hörspiel da. Schade, man sieht Penny nicht auf den Knien, die arme, kranke Penny. Dafür sieht man das Hogwarts Legacy eventuell von 2022 auf 2023 verschoben wird. Binz war sich ziemlich sicher, dass Zierzes Verwandlungsfähigkeiten... Wieso ist hier jetzt ein Freemake-Update vor dem Text? Benutze ich Freemake überhaupt? Blödes Ding. Wichtig sind. Wenn es so ist, dann besteht eine gute Chance, dass die nächste Schokofroschkarte irgendwo in diesem Klassenzimmer ist. Wenn Mirula sie nicht schon gefunden hat. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lasst uns das Klassenzimmer durchsuchen. Also, wo könnte denn hier eine Schokofroschkarte sein? Penny, geh auf die Knie. Ach Mann, du sollst nicht auf die Knie gehen, wenn du krank bist. Danach gerne. Hier ist ein Buch über Zierze und es scheint nicht hierher zu gehören. Das ist doch ein Hinweis, oder? Gut, können wir die 8-Stunden-Aufgabe überspringen. Dieses Bücherregal sieht nämlich nach einem guten Ort für unsere Suche aus und das ist ein Zierze-Buch, das nicht dahin gehört. Die Karte ist nicht unter dem Schreibtisch. Du musst jetzt nicht knien. Penny, komm wieder hoch. Unter diesem Schreibtisch ist nur der Fußboden. Ja, hier beim Regal habe ich doch schon gesagt. Alle Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge, außer das Buch über Zierze.
Benny, jetzt setz dich endlich hin. Das ist überhaupt nicht gesund, wenn man krank ist. Dann auch so auf die Knie und die Körperhaltung sieht auch nicht sehr gesund aus. Das ist die Körperhaltung, die ich machen muss, wenn meine Festplatte ausgeht, auf der ich die Videos jetzt speichere. Habe ich das hier erzählt oder bei Escalon Resurrection? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch nichts gefunden. Na gut, okay. Ich habe ja eine neue Festplatte, wo ich die Videos auch speichere. Und die geht einfach immer mal wieder aus. Und ich habe noch nicht rausgefunden, warum sie immer mal wieder ausgeht. Aber dann muss ich unter den Schreibtisch und sie anmachen. Und dann sehe ich ungefähr so aus wie Penny. Nur nicht so gut. Mr. Flum ist zu clever, um eine Schokofroschkarte unter einem Schreibtisch zu verstecken. Also steh auf, es ist hier in dem Regal. Ich denke mal, ich kann hier auch schon den Cut machen. Wir wissen doch schon alles. Penny und ich haben nichts gefunden. Ich sehe nirgendwo eine Schokofroschkarte. Ich habe ein Buch im überzierten Bücherregal gefunden und es scheint nicht dorthin zu gehören. Vielleicht sollen wir einfach mal hinter dem Buch nachsehen. Oh, was für eine Überraschung. Da ist sie, die Schokofroschkarte. Wer hätte gedacht, dass sie, wenn wir nach Zierze suchen, dass sie nein, in deinem Buch von Zierze ist. Kaschkaudi, du hast es geschafft. Wir werden alle zu Mr. Flums Festmahl mit Süßigkeiten gehen. Außer Merula stürmt jetzt hier rein und hebt die Karte auf, ohne dass wir drei es verhindern können. Aber wir sind ja gehandicapt, weil Penny krank ist. Und ich muss mir allerdings auch noch überlegen, was ich anziehen werde. Oh oh, ich sagte Merula, nicht McGonagall. Mr. Bailey, Miss Elwood, Mr. Eggwu, was machen Sie in meinem Klassenzimmer? Wir sind einfach mal ehrlich, ja? Wir sind hier wegen der Schokofroschnitzeljagd, machen uns aber sofort auf den Weg. Immerhin ist das ja von Professor Dumbledore abgesegnet. Es wäre schön, wenn die Schüler zur Abwechslung in mein Klassenzimmer kommen würden, um etwas zu lernen. Ständig ist Mr. Eggwu hier, um Sachen zu schneidern. Also echt mal, na, immerhin ging es diesmal schneller und sie haben nur ein Buch aus dem Regal geholt zu einer von Professor Dumbledore abgesegneten Schnitzeljagd. Was ist denn da dahin für ein Spinnen jetzt in der Tür? Mr. Filch? Naja, nächstes Mal müssen sie auf jeden Fall schneller als Merula und Ismelda sein. Was? Merula und Ismelda? Ja, sie waren gerade eben noch hier. Sie haben die Schokofroschkarte im Klassenzimmer gefunden. Was? Aber wir haben die Schokofroschkarte. Ich bin total verwirrt. Vielleicht sollten wir uns die Karte mal ansehen. Die ist grün. Das ist nicht gut. Sehr seltsam. Schokolade ist falsch geschrieben. Und die Farbe stimmt nicht. Die Karte ist grün. Quack. Unser Schokofrosch hat gerade gequakt. Vielleicht ist das kein Schokofrosch. Also wenn Merula jetzt zur Ribbeth in eine Schokofroschkarte verwandelt hat, das wäre aber schon echt, naja, aber sie ist ja auch die Böse, haben wir ja gelernt. Sie hat ja den Lachfluch irgendwie, hat sie ja was damit zu tun. Da könntest du recht haben, Kaschkaudi. Immerhin sind wir hier in Verwandlung. Hat Merula etwa diese Schokofroschkarte verwandelt? Es gibt nur einen Weg, das herausfinden, Kaschkaudi. Du musst Reparifatsch zaubern. Okay, einmal Reparifatsch. Gucken Sie mal, Professor McGonagall, wir üben jetzt tatsächlich einen Verwandlungszauber. Reparifatsch. Aber war nur ein Frosch von McGonagall und nicht von Liz. Ein echter Frosch? Merula hat uns reingelegt. Jetzt hat sie die Linie zwischen clever und hinterhältig definitiv überschritten. Es hat ihr nicht gereicht, dass sie den Hinweis vor uns entschlüsselt hat. Sie musste auch noch eine gefälschte Karte aus einem echten Frosch machen, um uns von der Spur abzubringen und uns zu demütigen. Hinterhältig clever. Hinterhältig clever. Immerhin hatten sie eine Gelegenheit, Reparifage zu üben. Was für eine angenehme Überraschung. Sie sind wegen einer Schnitzeljagd hergekommen und haben letztendlich doch etwas gelernt. Leider fehlt uns immer noch eine Schokofroschkarte. Ich weiß nicht, wie viele Karten es noch gibt, aber es könnte sein, dass uns die Zeit davonläuft. Quack. Der Frosch hat recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Okay, dann lass uns loshüpfen. Penny und ich werden uns aufteilen und weitersuchen. Dann sollten wir uns in der großen Halle neu sammeln und entscheiden, wie wir weitermachen. Das war aber schon fies von Merula, oder? Penny, du sollst... Ach, wieso machst du... Also, ich fand das jetzt sehr angenehm, dass nur André die Sprechzeilen hatte, aber... Penny, du musst nichts tun. Ruh dich aus. Ich, weißt was? Ich mach noch eine Schokofroschkarte auf. Wen haben wir denn diesmal? Und? Jetzt. Nee, war das Will Smith? Kamstock. Na gut. Ja, immerhin. Ich habe übrigens... Sowas passiert mir leider immer nur im Off. Lieber ein... Geschafft. So, wen brauche ich denn hier jetzt? Ist es... Nee, das ist hier der mit dem selbst umrührenden Kessel, wo ich den Namen immer vergesse. War das Bloxum?
This is a warp egg. Dip it. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Scherzartikelhersteller. Ah, das wusste ich auch, habe ich auch schon wieder weg. Das ist Hufflepuff, Lockhart und Mungo. Ach, ich... Nee, am Ende der Folge... Ich habe gerade viel Geld. Am Ende der Folge... Oder mache ich jetzt? Ach, ich mach's jetzt. Komm schon. Kaufen. Und? Eine Bonuskarte sogar. Ich hab Glück gehabt. Lockhart, hier der Scherzartikel-Typ. Und? Noch eine Bonuskarte? Ja, gut. Super, super, super. Na, schauen wir mal kurz. Wer ist der Scherzartikel-Typ? Ach, Bertie Bott. Bertie Bott. Mit seinen blöden Bohnen. Und wer war das? Ach, die heißt Bloxham. Ach, die Märchen von den Giftpilzen. Wie hieß dann der Typ mit dem silbernen Kessel, den ich mal vergesse? Gut, hier haben wir natürlich Lockhart. Ein berühmter Zauberer, Bücher bei Begegnung mit gefährlichen Geschöpfen geschrieben hat. Und Non-Lockhart. Okay. Also drei verschiedene. So. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen Cut. Ich frage mich, wie viel Kürbislimo ich auf einmal trinken kann. Dafür muss er meine Schokofroschkarte finden, Anfänger. Aber ich habe eine Schokofroschkarte gefunden. Ich werde hier warten, bis das Fest mal anfängt. Ja, dann setz dich schön. Okay. Oder sind etwa nur Schokofroschkartenfinder jetzt gerade in der großen Halle? Dann bist du doch kein Anfänger. Okay. Benny, du sollst im Bett liegen. Ich frage mich, ob jemand seine Schokofroschkarte verkaufen würde. Nee, ich habe hier 43.000 Galleonen. Ich brauche gerade kein Geld. Danke. Hey Penny, wie läuft die Suche nach der Schokofroschkarte? Wir haben alles abgesucht, aber ohne jegliche Hilfe ist es ziemlich schwierig. Warte mal kurz. Penny, seit wann kannst du reden? Ich meine natürlich... Der Hund hat hier... Der Frosch heißt übrigens Figgy. Figgy? Quack. Oh nein, ich muss Penny aufmuntern, weil sie krank ist. Was soll ich denn da toll sagen? Wir sind kein Team, du bist krank. Es sieht wirklich nicht gut aus. Es sieht wirklich nicht... Ja, sorry. Ich weiß nicht so recht. Es sieht wirklich nicht gut aus, Penny. Wir haben immer noch erst zwei Karten. Mirula hat diese Schnitzeljagd zu ernst genommen. Wir werden vielleicht entscheiden müssen, wer auf das Fest mal verzichten muss. André, der ist ja gar nicht hier. Wobei eigentlich Penny, weil du ins Bett gehörst. Aber wir sind schon drin. Also hat André Pech gehabt. Mr. Flu meinte, dass er nur denjenigen Hinweise gibt, die es wirklich nötig haben. Und wir haben schon zwei gefunden, wir haben es nicht nötig. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt einen dieser Hinweise gebrauchen. Oh, ihr habt ja zwei Karten gefunden. Oh, ihr müsst es ja total nötig haben, dass ihr Tipps bekommt. Ja, das wird er antworten. Ach, da ist er ja. Mr. Flum? Hallo? Verzeihung, Süßigkeiten. Achso, nee. Verzeihung, Süßigkeiten-Sucher. Ich habe Neuigkeiten. Mr. Flum, Sie sind ja wieder da. Allerdings, ein schändlicher Schlingel hat eine Stinkbombe im Honigtopf gezündet. Ich hätte beinahe mein gesamtes Inventar verloren. Aber keine Sorge, das Festmahl findet trotzdem statt. Sie meinten, Sie hätten Neuigkeiten für uns? Wurde Mirula disqualifiziert wegen Stinkbombenwurfes? In der Tat, es ist nur noch eine Schokofroschkarte übrig. Wir könnten einen Hinweis gebrauchen, Mr. Flum. Wir haben erst zwei, deswegen wäre es total fair, wenn wir die allerletzte Karte auch noch bekommen. Es sieht wirklich so aus, als... Mr. Flum? Das verstehe ich jetzt nicht. Es sieht wirklich so aus, als könntet ihr etwas Unterstützung gebrauchen. Ihr armen, armen Kinderchen. Die ihr zwei Karten habt und ihr seid zu zweit, das ist schon sehr unfair. Also, ich sage nur, eure Leidenschaft für den Hauptgewinn hat mir das Herz aus der Brust gezaubert. Hier ist eine Brust? Wo sind's Herzen? Herzen? Valentinstagsdate? Was meinen Sie damit? Was meinen Sie damit, Mr. Flum? Wo ist hier eine Brust? Eine Brust? Oder die Brust von einem Gebäude? Lasst uns zusammenarbeiten, um Mr. Flums letzten Hinweis zu entschlüsseln. Also, Brust, Herz. Da steht er doch, Mr. Flum, sagen Sie mal bitte was. Flum hat was von einem Herz erwähnt, was könnte das bedeuten? Ich frage mich, ob es einen Zauber gibt, der jemandem das Herz entfernt. Trafalgar Law.
bräuchte man da hier. Das Wort Zaubern ist auch im Hinweis enthalten. Wo zaubert man Herzen raus? Blum scheint sich den schwierigsten Hinweis bis zum Schluss aufgehoben zu haben. Ja, natürlich. Wäre ja auch gemein, wenn er den schwersten Hinweis als erstes rausgibt. Schnell, die Uhr tickt und takt und tockt und tuckt und tägt. Das Herz aus der Brust gezaubert. Wo zaubert man denn Herz aus der Brust? Ich hab keine Ahnung. Quack. Figgy hat auch keine Ahnung. Bald wird die große Halle mit Süßigkeiten gefüllt sein. Wir müssen diesen Hinweis entschlüsseln, damit André auch was essen darf. Also, was könnte es bedeuten? Ich frage mich. Nee, ich hab keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal in den Speed und dann wird's hoffentlich gleich entschlüsselt. Ui, kurze Unterbrechung des Speeds. Ich habe hier gerade was freigeschaltet. Oh, und das hat was? Was hat das denn? Hat auch Energiepunkte. Okay, Diego, pass auf. Oh, eine neue Duellarena. Schön, da kann man metertief fallen, wenn man verliert. Das ist ja total interessant. Die Frage ist, bekomme ich hier jetzt jedes Mal Punkte, wenn ich da hingehe? Weil dann hätte ich hier... Oh, wow, der Club ist ja jetzt echt schon gut. Also ich habe hier vorne das Bild von der Quidditch-Spielerin, die aussieht wie Sky. Dann habe ich hier die Quidditch-Ringe, die mir was geben. Dann hier den Schläger von Gwyneth Jones. Und wenn das hier jetzt auch was gibt, habe ich hier schon vier Sachen, die mir was geben. Wow. Gut, ich gehe wieder in den Speed. Wir landen immer wieder beim Wort gezaubert. Vielleicht kann uns Professor Flitwick helfen. Quack. Oder übernimmt Figgy jetzt das Sprechen für Penny? Das ist eine tolle Idee und ich bin derselben Meinung. Ich werde André suchen, dann können wir uns alle im Klassenzimmer für Zauberkunst treffen. Das ist ja nett von Figgy. Oh, und wir haben Teil 3 abgeschlossen. Toll. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe nämlich hier jetzt immer noch Schokofrösche, die ich einsammle. Warbeck brauche ich und, wie hieß der? Bloxam war das da, oder? Bloxam, ja, danke. So, einsammeln. So, ach komm, dann hole ich mir jetzt zum Ende der Folge nochmal, wobei... Nee, ich fange die nächste Folge mit Schokofröschen an, weil ich dann ja hier auch noch den 10 Energiepunkte Boost bekomme. Jetzt sage ich jetzt mal Arrivederci, Server and out.